21 Etappen, 3350 Kilometer, 79 Stunden und 30 Minuten Fahrzeit für den schnellsten Fahrer und diese Tour des Jahres 2022 hatte einiges zu bieten. This is perfect now. He's got to get going. Kreiswijk is just going to give it a go. They don't care. There's the Jumbo-Visma car. Now another bike change. Jumbo-Visma in absolute chaos. Ich habe mich hingesetzt und bin die Originalstrecke der diesjährigen Tour de France gefahren. Also nicht in echt und auch nicht auf einem Indoor-Bike, sondern in Pro Cycling Manager 2022. Einem Spiel, in dem man durch kluges Taktieren, Energiehaushalt und Erwischen der richtigen Momente sich zum Sieg fahren kann. Für dieses Projekt habe ich das deutsche Team Bora Hansgrohe ausgewählt. Sam Bennett wurde als Sprinter angekündigt, doch dann später aus dem Aufgebot gestrichen. Als kleiner Disclaimer, das war bei ein paar Fahrern der Fall. Gab leider da so noch ein paar Änderungen in der Startliste zu der, die ich damals benutzt habe. Aber ich glaube, wir können uns trotzdem gut jetzt anschauen und vergleichen, wie das Ganze in Pro Cycling Manager 2022 ablief, im Vergleich zu dem, wie es in echt ablief. Das Gesamtklassement wurde ja gewonnen von Jonas Vingegaard vor Tadej Pogacar und Geraint Thomas. Bei mir lief es ein bisschen anders. Tadej Pogacar hat tatsächlich die Tour de France gewonnen vor Primoz Roglic, der ja leider in echt aussteigen musste. Und dann vor Alexander Vlasov, der natürlich zu dem Team gehörte, das ich selbst gespielt habe, deswegen auch so ein bisschen nochmal den extra Push bekommen, dadurch, dass ich ihn natürlich gesteuert habe. Das grüne Trikot ging nicht an Wout van Aert. Ziemlich eindeutig. Bei mir war es tatsächlich Alexander Vlasov, den ich auch selbst gesteuert habe, der es auch am Ende gewinnen konnte, was ein übler Kampf war, bis wirklich auf die letzte Etappe. Aber wir haben das grüne Trikot mit Alexander Vlasov gewonnen. Im Bergtrikot, dort hat Jonas Vingegaard nicht gewonnen. Ja, traurigerweise für Simon Geschke, der nur den zweiten Platz gemacht hat. In meiner Simulation hat das Ganze David Gaudu gewonnen. Der hat es in echt tatsächlich gut mit der Gesamtwertung hinbekommen. Deswegen hat es da anderes Ergebnis gegeben. Und ja, Jungfahrer natürlich gewonnen von Tadej Pogacar. Ganz klare Nummer. Die Teamwertung wurde von Ineos Grenadiers gewonnen. Ähnlich auch so wie in meiner Simulation. Haben einfach ein sehr starkes Team an den Start gebracht und Bora Hansgrohe in echt auf dem vierten und bei mir auf Platz 3. Aber ich bin ja auch jede Etappe für sich allein genommen gefahren. Und ja, alle diese Etappen könnt ihr jetzt wieder auf meinem YouTube-Kanal finden. Ihr könnt sie auch über eine Playlist finden, wo ich alle 21 Etappen, alle 21 Videos drin habe. Lohnt sich auf jeden Fall, es werden Ergebnisse sein, die jetzt vielleicht überraschend sind, es werden aber auch Ergebnisse dabei sein, die mit der Realität einigermaßen übereinstimmen. Ihr könnt euch gerne auch da einfach die ein oder andere Etappe raussuchen, die euch vielleicht interessiert. Und jetzt wäre auch, glaube ich, der richtige Zeitpunkt, um ein Abonnement da zu lassen, weil ich jetzt demnächst in meinen eigenen Karrieremodus in diesem Spiel reinstarten möchte. Worauf ich richtig Bock habe und was richtig cool werden wird. Ich kann leider jetzt noch nicht ganz sicher sagen, wann es losgehen wird, weil ich noch auf ein Update von der WorldDB arbeite, der Datenbank, mit der ich arbeite, die jetzt nochmal die ganzen Stats updaten wird nach der Tour de France, um eben ja noch realistischere Ergebnisse zu erzeugen. Damit einfach dieser ganze Karrieremodus so ein bisschen noch die Frische hat und die Aktualität, mit neuen Stats. Also ich würde mich absolut freuen, wenn ich euch da in einem der nächsten Videos wiedersehen kann. Bis dahin, macht's gut und bye bye.